Seitens der Fraktionen liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor. Ich nehme an, Herr Kultusminister, Sie ergreifen das Wort. Die ist hier nicht, die ist untergegangen, Herr Schwarz. Die kommt jetzt, Herr Schwarz. Danke. Dann liegt mir jetzt wieder eine Wortmeldung vor. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Schwarz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Wir haben heute das Vergnügen, vier große Anfragen der SPD zum Bereich Schule, zum Bereich Bildung besprechen zu dürfen. Deswegen will ich voranstellen, dass ich mich sehr herzlich bedanke für die unglaublich akribische und fleißige Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kultusministerium. Alleine diese Anfrage umfasst 57 Fragen, und da steckt richtig viel Arbeit drin. Insofern, Herr Kultusminister, geben Sie bitte den Dank weiter an die Mitarbeiter in Ihrem Haus. Das ist wirklich vorzüglich. Das ist sehr präzise und stellt auch sehr vieles klar. Deswegen will ich eingangs sagen, die große Anfrage zum Thema Arbeitsbelastung und Befristung in der Arbeitswelt Schule zeigt viel. Und zwar viel Gutes. Das will ich Ihnen auch begründen. Erstens stelle ich fest, Veränderungen in der Welt gibt es. Es gibt Veränderungen in der Arbeitswelt, es gibt Veränderungen in der Gesamtgesellschaft, es gibt Veränderungen in jedem Berufsfeld. Ja, und die Veränderungen in der Welt und in der Gesellschaft sind auch in den Schulen angekommen, mit den Themen Integration, mit den Themen Inklusion, mit dem Thema Berufs- und Studienorientierung. Selbstverständlich, das gehört dazu. Nur, meine Damen, meine Herren, Herr Kollege Degen, Frau Kollegin Faulhaber, ich lasse es nicht zu, dass Sie dieses Bild erstens von hessischen Schulen zeichnen, und ich lasse es schon gar nicht zu, dass Sie permanent den Berufsstand und das Berufsbild des Lehrers in einer Art und Weise zeichnen, was unanständig ist. Und das will ich an dieser Stelle in aller Deutlichkeit sagen. Deswegen, wenn Sie von Belastungen sprechen, möchte ich eingangs einmal über Entlastung reden. Denn da haben wir viel getan. Wir haben als schwarz-grüne Koalition vielerlei Maßnahmen ergriffen, gemeinsam mit der Landesregierung, und haben mit höchsten Investitionen, dem höchsten Etat, den es jemals im Lande Hessen für Schulen und Bildung gab, Zeichen gesetzt. Wir haben heute so viele Lehrer an den Schulen wie nie zuvor. Und alleine die Tatsache, da bin ich dem Kollegen Daniel Mayer sehr dankbar, dass er einmal ein paar Zahlen genannt hat, ich werde ein paar ergänzen, dass wir heute 53.000 Lehrerstellen im System haben und alleine bisher in dieser Legislaturperiode 2.500 zusätzliche Stellen geschaffen haben, bisher, zeigt, mit welcher Intensität und welcher Motivation wir in diesen Bereich reingehen. Und mit Blick, und da darf ich darüber reden, kursorische Lesung, Einbringung des Haushalts ist ja bereits geschehen. Auf das, was noch ansteht, zuzüglich 700 Sozialpädagogen, die nächstes Jahr vorbehaltlich des Beschlusses dieses Hauses zum Haushalt in den hessischen Schulen ankommen werden, zuzüglich weiterer Schulen über die 100 Stellen über die 105%, zuzüglich der Stellen für Integration, zuzüglich der Stellen für den Sozialindex, kommen wir in Summe bis zum Ende dieser Legislaturperiode auf über 4.300 Stellen, meine Damen und Herren. Das gibt es in ganz Deutschland, in keinem anderen Bundesland. Auch die 105% hat kein anderes Bundesland. Und da dürfen wir gelegentlich auch einmal mit einem gewissen Stolz drauf blicken. Und diese Stellen und diese Stunden kommen in den hessischen Schulen an, meine Damen und Herren. Und zu Stellen, die besetzt sind, das will ich immer wieder hinterlegen, gehört auch die Tatsache, dass attraktive Rahmenbedingungen bestehen. Und da haben wir viel getan. Auch das Jobticket oder das Hessenticket, das im Übrigen die Kolleginnen und Kollegen auch mit ihren Partnerinnen und Partnern und den Kindern benutzen dürfen, das gibt es nur in Hessen.
Wir haben einen ganz großen Schluck draufgelegt, was die Besoldung betrifft. 2% in diesem Sommer, 2,2% Anfang des Jahres. Und, Frau Gelin-Fauler, aber jetzt hören Sie auch zu. Sie haben noch eben gerade parliert über Podiumsdiskussionen, bei denen Sie zugegen waren, ich auch. Da wurden wir als Land Hessen und unsere Bildungspolitik dafür gelobt von Herrn Dr. Hans-Peter Klöß beim Verband der hessischen Unternehmer, dass wir strukturell beim ja, Sie waren auch zugegen. Sie waren nicht zugegen. Sie gehen ja nicht hin. Das ist völlig richtig. Sie gehen da ja nicht hin, weil Sie mit Unternehmertum nichts zu tun haben. Das hatte ich gerade kurz ausgeblendet, aber ich werde es nie vergessen. Übrigens die Unternehmer auch nicht. Wir haben die jüngsten Kollegien. Die jüngsten Kollegien, weil wir kontinuierlich eingestellt haben. Wir haben nicht diese Schweinezyklen gemacht, dass wir gesagt haben, wir stellen jetzt keinen ein, sondern kontinuierlich eingestellt. Das bedeutet, wir haben im Durchschnitt vergleichsweise junge Kolleginnen. Und da sind wir froh darüber, dass das so ist, nämlich die Mischung aus jungen, aus erfahrenen und älteren Damen und Herren an den Schulen tut den Kindern gut. Das ist auch als Vorbildfunktion eine ordentliche Durchmischung. Und da können Sie sicher sein, bei diesem Ansatz werden wir weitermachen. Und deswegen werde ich an jeder Stelle sehr robust Ihrem Versuch entgegenwirken, das Berufsbild des Lehrers zu torpedieren, madig zu machen. Und es hat mit der Realität vor allen Dingen nichts zu tun. Es hat mit der Realität gar nichts zu tun. Wenn das stimmen würde, was Sie hier beschreiben, dann stelle ich Ihnen die Frage, wie kommt denn das eigentlich, dass die zusätzlichen Studienangebote, 315 zusätzliche Studienplätze für Grundschulen, für Förderschulen sind jetzt zum Wintersemester 17/18 an den Universitäten angekommen. Die sind alle besetzt. Wenn keiner Lehrer werden will, warum studieren das denn alle in zusätzlichen Kapazitäten? Die sind alle besetzt. Insofern passt das vorne und hinten nicht zusammen. Das ist auch in keinster Weise logisch. Und, Attraktivität und Qualität gehören zusammen. Wir haben in Hessen verbeamtete Kolleginnen. Wir haben eine hohe Qualität, und die werden auch nicht besoldet. Und, wenn Sie hier von anderen Bundesländern reden, dann können wir ja mal über das Bundesland Berlin reden. Ja, dann reden wir mal darüber, dass die halt nicht beamtet werden. Dann können wir mal über Besoldung reden, egal wie hoch die versuchen, ranzukommen, Frau Fauler. Aber auch wieder, hier können Sie zuhören, können Sie viel lernen. Ist festzustellen, dass selbst wenn die nach E13 bezahlt werden, nicht ansatzweise netto dort ankommen, wo unsere Kolleginnen und Kollegen bei A12 sind. Das ist für diesen Moment mal festzuhalten. So, und dann machen wir weiter. Fort-Weiterbildung. Elementares Thema. Es gehört nämlich dazu, in einer sich veränderten Berufs- und Arbeitswelt auch dementsprechend die Unterstützungsmaßnahmen vorzuhalten, unterstützen im Bereich von Medienbildung. Da tut sich viel im Bereich natürlich der Inklusion, im Bereich des Ganztags, aber auch im Bereich der Sprachförderung. Jetzt lassen Sie sich Folgendes im Gehörgang gerne zergehen. Tatsache ist, wir haben in den letzten zwei Jahren 4.000 Lehrerinnen und Lehrer qualifiziert im Bereich von Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache. Wir haben 500 Lehrerinnen und Lehrer qualifiziert mit einer Weiterbildung. Die haben dieses als zusätzliches Studienfach. Wir unterstützen im Bereich der Attraktivität von Schulleitungsstellen alleine 900 Stellen bei den Konrektoren. Die stehen auch im Doppelhaushalt. Die werden angehoben an den Grundschulen. Die Stellenhebung von 2014 im Bereich der Grundschulleitungen, das waren 750 an der Zahl, will ich an dieser Stelle gar nicht unerwähnt lassen. Und jetzt kommt noch eins dazu. Schulleitungsaufgaben haben sich auch verändert. Und weil wir das wissen, haben wir das QSH, also Qualifizierung für Schulleiter in Hessen, aufgelegt. Ein Programm, wo in einem Durchlauf über 250 Plätze zur Verfügung stehen. Und genau dort werden die angehenden Schulleiter fit gemacht für die anstehenden Aufgaben. Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Da sind nämlich in Teilen Managementaufgaben mit dabei. Und, Herr Kollege Degen,
Sie haben ja nur Teile der großen Anfrage, die Sie bestellt haben, die Antworten zumindest gelesen oder verstanden. Aber ich bin mir sicher, Sie haben alles verstanden, aber Sie wollten es hier, weil es zu gut für uns und zu schlecht für Sie ist, nicht kundtun. Schulmanagementstunden, Leiterdeputat, Leitungsdeputat zuzüglich Schuldeputat ist massiv angewachsen. Das ist sehr deutlich nachzulesen. Und weil mir jetzt nicht mehr allzu viel Zeit bleibt, will ich noch zwei Punkte noch wenigstens sagen. Einmal Stichwort Kettenverträge. Da gibt es einen Erlass, wo der Minister die Befristung, die Kettenverträge von faktisch 10 Jahren auf faktisch 5 Jahre reduziert. Das ist schon einmal ein Riesenschritt nach vorne. Herr Schwarz, Sie haben es gesehen. Sie sind am ich komme zum Ende, Herr Präsident. Ferner befristete Verträge, auch das noch dazu, im Bereich Berufsschulen. Da sind Meister, da sind Rechtsanwälte. Natürlich sind das befristete Verträge, aber in dem Bereich der Vertretungsreserven, der mobilen Vertretungsreserven, sind alle Stellen verbeamtet. Deswegen, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Es gibt noch viel dazu zu sagen. Wir lassen es nicht zu, dass dieses Berufsbild, das in Hessen hochattraktiv ist, hier madig gemacht wird. Ich danke für die vorzügliche Arbeit, die an den hessischen Schulen geleistet wird. Und die Kollegen können Sie sicher sein, wir werden weiter kraftvoll und intensiv daran arbeiten, dass wir als Land Hessen auch toller und attraktiver Arbeitgeber sind und bleiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Schwarz. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Greilich zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es lohnt sich doch immer noch ein bisschen zu warten, weil dann kann man doch auf das eine oder andere noch eingehen, was die Debatte ein wenig befruchtet. Es gibt, bezogen auf die verschiedenen großen Anfragen, die wir hier in diesen Tagen kaum debattieren, sicher kaum ein aktuelleres Thema als das Thema der Belastung der Lehrkräfte. Wir alle bekommen nach wie vor täglich Briefe, Berichte, in denen Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen die Belastungssituation in den Schulen beklagen und vor Überlastung warnen. Ich hatte einmal darauf gewartet, ob ich heute von den Koalitionsfraktionen irgendwas Neues dazu höre, ob man aus der Antwort auf die Große Anfrage etwas Neues ziehen kann. Leider etwas enttäuschend, vor allem wenn man die letzten Wochen, wie wir alle schulpolitischen Sprecher, auf den verschiedenen Verbandstagen war, die sich immer mit diesem Thema beschäftigten, von Lehrkräften, Schulleitungen, Schulaufsichtsbeamten. Überall ergab sich das gleiche Bild. Es wurde berichtet über Überlastung, es wurde berichtet über bürokratische Gängelung, es wurde über das Gefühl des Alleingelassenseins mit den Problemen berichtet. Und wenn ich heute den Kollegen May gehört habe, die Zwischenrufe des Kollegen Wagner oder jetzt die Rede des Herrn Schwarz, dann habe ich den Eindruck in der Tat, Sie haben das nicht wahrgenommen. Sie haben das nicht wahrgenommen. Das passt in das Bild, und da passen auch viele Passagen aus der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage hinein. Es wirkt schon in der Vorbemerkung des Kultusministers wie Realsatire, wenn man die Wirklichkeit an Hessens Schulen nicht ausblenden will. Das heißt dort wörtlich, zum 1. August 2017 wird die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten unter 50 Jahren um 1 Stunde auf 41 reduziert. Zudem wird die 41. Wochenstunde auf dem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben. Herr May hat es auch zitiert. Das ist ja sicherlich auch richtig. Das ist absolut zutreffend. Diese Maßnahme wirkt sich auch auf die Schulen aus. Aber meinen Sie denn tatsächlich, dass damit die benannten Probleme gelöst werden? Oder verstecken Sie sich erneut hinter den Zahlen, wie das Kollege Schwarz ja immer meisterhaft macht? Daten und Fakten, Sie tragen sie immer wieder vor. Ich zweifle diese Zahlen im Übrigen in keiner Weise an. Wir haben diese zusätzlichen Lehrer. Dankenswerterweise setzen Sie dort die Politik fort, die wir begonnen haben. Aber der Grundfehler, den Sie machen und wo Sie sich der Kenntnisnahme verweigern, ist, dass sie Aufgaben noch mehr verstärken als die bereitgestellten Stellen. Das ist das Problem, was Ihnen an den Schulen jetzt auf die Füße fällt. Sie lösen nicht die Probleme, zumal Sie die Stellen nicht besetzen können. Wie kommt es denn, dass zum Ende der letzten Wahlperiode 2014, als wir noch nicht so viele Lehrerstellen hatten wie heute,
an den Schulen allenthalben festzustellen war, dass anerkannt wurde, in der Tat, wir haben eine gute Lehrerversorgung, hatten wir noch nie vorher. Das war vor 4 Jahren, bevor Sie das Ruder übernommen haben und einiges in der Bildungspolitik in Hessen geändert haben. Seitdem haben Sie eine grundlegende Unzufriedenheit an den Schulen, bei den Lehrerverbänden, wo immer Sie hinkommen. Ich habe ja eigentlich darauf gewartet, Herr Kollege Schwarz. Es war eine ganz spannende Veranstaltung bei der VHU in der letzten Woche, oder diese Woche war es am Montag. Und Herr Dr. Klöß hat spannende Zahlen vorgezeigt. Ich will das hier auch einmal zeigen, diese Tabelle. Da ist nämlich ein wesentlicher Grund aufgezeigt, warum es in Hessen seit 2014 schlechter ist. Wir hatten 2014, ist in dieser Grafik wunderbar zu sehen, den Höchststand, was den Anteil der Bildungsausgaben an den Gesamtausgaben in Hessen anging. Das waren über 27% der Ausgaben des Landes Hessen. Das waren Bildungsausgaben. Wo sind wir heute? Nach 4 Jahren Schwarz-Grün. Runtergesackt, runtergesackt. Wir sind jetzt noch bei 25% gegenüber vorher 27% Anteil. Das ist der Punkt. Die Aufgaben sind gewachsen. Die Lehrerzahlen sind nicht in dem Maße gewachsen. Und deswegen ist die Situation deutlich schlechter, als sie zur Zeit Ihrer Regierungsübernahme waren. Und ich muss sagen, auch die Antwort zu der Frage, zu dem Fragenkomplex veränderter Aufgaben und Herausforderungen zeugt nicht wirklich von Problembewusstsein und Gestaltungswille. Ich darf auch hier einmal zitieren. Es heißt dort, dass sich in einer immer weiterentwickelnden Gesellschaft Aufgabenfelder verändern und an den Einzelnen teilweise höhere Anforderungen gestellt werden als noch vor 10 oder 20 Jahren, ist eine Begleiterscheinung der Postmoderne und betrifft alle Berufszweige. Richtig, Herr Kultusminister. Die banale Feststellung kann man sicherlich treffen. Aber was ist denn Ihre Reaktion auf diese grundlegend richtige Tatsachenfeststellung? Etwas weiter heißt es dann, und das ist anscheinend die Antwort, auf Grundlage des Vergleichs der Fassungen der Dienstordnung für Lehrkräfte bla bla bla, vom 8. Juli 1993 in der Änderung vom 22. Juli 1998 und der Dienstordnung vom 4. November 2011, zuletzt geändert am 9. November 2015, sind keine deutlich höheren Anforderungen im Sinne der Fragestellung erkennbar. Also, ich musste das dreimal lesen. Das kann doch wohl nicht ernsthaft die Antwort der Landesregierung darauf sein. Der Wortabgleich der Dienstordnung hat keine Veränderungen ergeben. Wollen Sie das tatsächlich den Lehrkräften, den Schulleitungen als Antwort auf die Schreiben, auf die Eingaben Belastungsanzeigen geben? Glauben Sie wirklich, dass sich die Lebenswirklichkeit nach der Dienstordnung richtet? Oder wäre es nicht Ihre Aufgabe, die Rahmenbedingungen und meinetwegen auch die Dienstordnung, wenn die so wichtig ist, der gesellschaftlichen Realität anzupassen? Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Landesregierung, lieber Herr Minister, bislang dachte ich, dass nur Frau Nahles Politik nach dem Motto betreibt, da mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Sie haben mich eines Besseren belehrt. Dabei weisen Sie selbst auf die in Ihrer Bedeutung explosionsartig gewachsenen Themenfelder. Ich zitiere nur Integration, Inklusion, individuelle Förderung und Berufs- und Studienorientierung, die in den vergangenen Jahren sukzessive im Schulsystem angekommen sind. Zitat Ende. In der darauf folgenden Antwort hin. Sie widersprechen sich doch selbst und legen das da, woran es in der Landesregierung und in der KUA krankt. Sie leiden an kompletter Realitätsverweigerung. Sie haben alle möglichen Dinge nicht erwähnt, was die weitere Entwicklung angeht, die Probleme an den Schulen. Da machen Sie sich einen schlanken Fuß, wenn Sie darauf hinweisen, ich zitiere wirklich, dass Schulentwicklung grundsätzlich Aufgabe und Verantwortung von Schulleitungen sei. Dies gilt auch für die Ganztagsschulentwicklung. Auch das ist richtig, Herr Minister. Natürlich ist das richtig, aber das befreit Sie doch nicht von der Pflicht zu Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen, sodass Schulleitungen dieser Aufgabe auch gerecht werden können. Schulverwaltungsassistenten, weniger Kontrollwut, weniger Durchregieren bis ins letzte Klassenzimmer, das sind nur einige Stichworte Ihrer verfehlten Politik. Ähnlich verhält es sich mit den Antworten auf die Fragen 10 bis 13.
Da geht es um den rechtlichen formalen Rahmen. Aber schauen Sie sich doch bitte die Situation vor Ort an. Um die geht es letztlich. Da würde sich auch einmal lohnen, einen Blick in das Gutachten im Auftrag der Bundesvereinigung der Oberstudiendirektoren Landesverband Hessen zu werfen, das Ihnen ja auch vorliegt, die Arbeitsbelastung der Direktorinnen und Direktoren in Hessen, verfassungs- und gesetzeswidrig, Fragezeichen. Da wird deutlich, dass man es sich nicht so leicht machen kann wie Sie. Deutlich fehlendes Problembewusstsein wird auch im zweiten Teil Ihrer Antwort deutlich, wenn Sie sich zu den Beschäftigungsverhältnissen äußern. Und da will ich genau auf das Thema befristete Arbeitsverhältnisse noch einmal zurückkommen. Wir haben hier im Landtag auf Initiative der FDP schon über dieses Thema diskutiert und deutlich gemacht, dass keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Problematik seitens der Landesregierung angestrebt wird. Zwar ist der Gesamtbestand der Zahl der arbeitslosen Lehrkräfte 2016 zurückgegangen. Deswegen haben wir ja auch Fachkräftemangel in dem Bereich und können unsere Stellen nicht besetzen. Aber entscheidend ist, dass seit Übernahme der schwarz-grünen Koalition in der Regierung die Zahl der Lehrerarbeitslosen in den Sommerferien wieder zugenommen hat, dass sie genau an dieser Stelle in ein altes, schlechtes Verfahren zurückgefallen sind, das insbesondere auch Lehrkräfte trifft und wo sie auf deren Rücken versuchen, ihre Haushaltsprobleme zu lösen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zahlen dazu, die Sie angeblich nicht wussten, konnten wir Ihnen ja im Rahmen der kontroversen Debatte zu diesem Thema schon zur Verfügung stellen. Das ist so ähnlich wie gestern, wo wir dem Innenminister zur Wahlrechtsdebatte auch die Zahlen beschaffen mussten. Anscheinend lebt diese Landesregierung nach dem Motto, die Arbeit sollte doch gefälligst die Opposition machen. Ich nenne das Arbeitsverweigerung. Hat sich denn, und das will ich zum Schluss erwähnen, lieber Herr Kollege Dr. Arnold, hat sich denn etwas getan seit unserer Debatte über die Frage der Sommerferienarbeitslosigkeit? Also, der Minister sagt ja, aber das wird er mir vielleicht nachher deutlicher erläutern. Dann können Sie mir vielleicht auch erläutern, warum am Mittwoch dieser Woche, 22. November, eine Bewerberin um eine Stelle, die Mitteilung von ihrer Schulleitung bekam, der Schulleitung, bei der sie sich beworben hat. Ein Vertrag könne längstens bis zum 6.7.18 ausgestellt werden und dann erst zum neuen Schuljahr neu beginnen, weil nämlich das Schulamt gesagt hat, nein, über die Sommerferien machen wir das nicht. Die Kollege Greilich, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme sofort zum Schluss. Bedauerlicherweise machen Sie genau das Gleiche wieder, was in der Vergangenheit beklagt wurde. Und was ist das Ergebnis? Diese Lehrkraft hat natürlich abgesagt. Sie macht so einen Unsinn nicht mit. Sie bewirbt sich in einem anderen Land, wo sie eine Stelle durchgehend bekommen wird. Das war beim hiesigen Schulamt nicht durchsetzbar. Ich sage dazu nur, Sie haben nichts gelernt. Es ist schlimmer geworden. Und ich muss sagen, noch schlimmer, Sie wollen offensichtlich nichts lernen. Aber das ist so. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Große Anfragen sind immer eine gute Gelegenheit, sozusagen mal einen ganzen Themenkomplex zusammenfassend in den Blick zu nehmen. Deswegen bedanke ich mich, das gilt auch für die drei, die wir noch zu besprechen haben, für die Gelegenheit, hier auch zu diesem Thema Belastung, Befristung der Lehrkräfte Stellung nehmen zu können. Ich will mal mit Herrn Greilich anfangen und mit ihm auch aufhören, weil ich zu der Sommerferienarbeitslosigkeit gerne etwas explizit sagen werde. Aber ich will auch damit anfangen, was diese grundsätzliche Frage der Belastungssituation anbetrifft. Es amüsiert natürlich schon ein bisschen, wenn ausgerechnet der Jurist, der hier am Pult steht, die Dienstordnung benutzt, um sozusagen das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Es geht nicht um Rechtsvorschriften. Das ist schon richtig. Die gehören einfach dazu. Das wissen Sie. Das zitiert man auch der Vollständigkeit halber. Aber was dahinter steht, ist doch die Frage, wie verändert sich Schule? Und ja, Schule verändert sich. Schule hat sich in den letzten Jahren verändert, auch massiv verändert, absolut. Aber Schule verändert sich permanent. Es wird doch niemand behaupten, dass die Schule von 2017 mit der Schule von 1997, was die Ausfüllung des Lehr- und Erziehungsauftrags der Lehrkräfte anbetrifft, jetzt absolut übereinstimmend wäre. Das ist doch keine Veränderung der letzten drei Jahre. Die Schule von 1997 unterscheidet sich auch massiv von der Schule von 1977. Und die Schule von 1977 hat nicht mehr sehr viel mit der Schule von 1957 zu tun. Die Lehr- und Erziehungsaufgaben von Lehrkräften verändern sich immer.
über die Zeit hinweg. Deswegen darf man schon einmal feststellen, dass die Tatsache, dass eine andere Schülerschaft da ist, dass es andere pädagogische Methoden gibt, dass es auch andere Strukturfragen gibt, jetzt nicht per se immer automatisch eine Zusatzbelastung darstellt. Sonst müsste sich in der Tat die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer seit der Gründung dieses Landes permanent vergrößert haben. Ich glaube, soweit noch welche am Leben sind, wenn Sie Lehrerinnen und Lehrer fragen, die zu Beginn der Geschichte dieses Landes unterrichtet haben und sie nach ihren Arbeitsbedingungen fragen, die mit denen von heute vergleichen, werden die wahrscheinlich nicht sagen, damals war alles paradiesisch, heute ist alles schrecklich. Und es ist keine Frage der letzten drei Jahre. Das vorausgeschickt will ich aber zugleich ausdrücklich betonen, dass wir sehr wohl die objektiv veränderte wie auch die subjektiv empfundene Belastungssituation unserer Lehrkräfte im Blick haben und deswegen auch kontinuierlich daran arbeiten, die Arbeitsbedingungen unserer Lehrerinnen und Lehrer zu verbessern. Eigentlich machen wir die ganze Zeit nichts anderes, meine Damen und Herren. Und natürlich gehört dazu z.B. auch etwas, weil auch das so ein bisschen versucht worden ist, ins Lächerliche zu ziehen. Natürlich gehört dazu z.B. auch die Arbeitszeitverkürzung, die wir jetzt zum 1. August 2017 in Kraft gesetzt haben. Ich bin dankbar, dass immerhin anerkannt worden ist, dass das, was für die Beamtinnen und Beamten hier umgesetzt worden ist und was eben faktisch zu einer 40-Stunden-Woche für alle Beamtinnen und Beamten jetzt des Landes Hessen führt, unter Einbeziehung des Lebensarbeitszeitkontos, dass wir das auch eins zu eins bei den Lehrkräften abgebildet haben. Das war mir nämlich extrem wichtig. Das hat uns auch 600 Stellen gekostet, die wir sonst auch anderweitig zur Unterstützung hätten einsetzen können. Aber wir haben bewusst an dieser Stelle gesagt, diese Stellen investieren wir für eine Reduzierung der Stundenbelastung unserer Lehrkräfte. Und was soll denn eine bessere Entlastung sein, als wenn man an dieser Stelle auch die Stundenbelastung reduziert? Natürlich kann man immer weniger fordern. Natürlich kann man sagen, jetzt 25 Stunden für Gymnasiallehrer, was nebenbei bemerkt die Quote für in allen Bundesländern mehr oder weniger ist, ist zu viel und es dürfen nur 20 sein. Sicher. Das ist, die Forderung ist einfach im Moment völlig unrealistisch und unbezahlbar. Aber natürlich kann man die als Opposition aufstellen. Dagegen kann ich auch nichts machen. Und natürlich kann ich auch verstehen, wenn sich auch Lehrkräfte das wünschen würden. Natürlich ist es schöner, je weniger man zu unterrichten hat, verstehe ich. Macht es auch einfacher, sich dann auf die Unterrichtsstunden noch besser zu konzentrieren. Ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, das ist an der Hochschule auch nicht anders. Wünscht sich auch jeder Hochschullehrer, dass er eine geringere Lehrverpflichtung hat. Aber für uns besteht doch in der Bildungspolitik die Herausforderung, dass wir auch mit den Mitteln, die wir mobilisieren können, eine vernünftige Balance finden zwischen dem, was wir für die Schülerinnen und Schüler gewährleisten müssen, und dem, was wir von unseren Lehrerinnen und Lehrern dann auch fordern und erwarten. Aber das ist ja auch nur eine Maßnahme. Wir haben in dieser und auch in der vergangenen Legislaturperiode, das will ich durchaus anerkennen, da ziehen wir nämlich an einem Strang, bereits bedeutende Maßnahmen umgesetzt, die den Gestaltungsspielraum der Schulen erhöhen und die Kolleginnen entlasten. Die Reduzierung der Klassengrößen. Seit 2011 um durchschnittlich 3 Schülerinnen und Schüler. Das ist in erster Linie eine Maßnahme zur Lehrkräfteentlastung, weil kleine Lerngruppen mal mindestens subjektiv natürlich leichter zu bewältigen sind und eine intensivere Konzentration auf die Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Und natürlich kann ich sagen, ja, 3 Schülerinnen und Schüler, es hätten 5 oder 10 sein müssen. Auch hier ist den Forderungen natürlich kein Limit gesetzt. Aber auch hier ist die Frage, was sind die Maßnahmen, die auch darstellbar sind, und was sind die Maßnahmen, die dann auch einen entsprechenden Effekt erzielen. Die Erhöhung der Lehrerzuweisung von 100 auf 105% seit 2013. Die Pflichtstundenverordnung, die es seit 2012 ermöglicht, Lehrkräften Anrechnungsstunden für besondere außerordentliche unterrichtliche Tätigkeiten zu gewähren. Die sozialindizierte Lehrerzuweisung von 540 Stellen, jetzt noch einmal ergänzt um 200 Stellen mit dem Integrationsindex, das sind alles Zusatzmaßnahmen. Das muss man auch alles im Zusammenhang sehen, meine Damen und Herren. Denn je mehr zusätzliche Ressourcen und vor allem auch zusätzliche ungebundene Ressourcen einer Schule zur Verfügung stehen, umso mehr Flexibilität hat die Schule natürlich auch, um besonderen Belastungssituationen der einzelnen Lehrkräfte Rechnung zu tragen. Und Flexibilität ist ein wichtiges Stichwort an dieser Stelle. Denn wir setzen auch auf die Selbstständigkeit von Schulen. Wir setzen auch darauf, dass bestimmte Dinge auch vor Ort mit den entsprechenden Ressourcen geregelt werden können. Deswegen setzen wir auch darauf, dass wir, wenn wir Ressourcen zuweisen, den Schulen Gestaltungsspielraum geben, dass sie sie entsprechend einsetzen können. Das bedeutet natürlich auch automatisch, dass ich nicht Zuweisungen sozusagen für besonders kleine gesonderte Töpfchen habe.
Und weil der Abg. Degen das angesprochen hat, darf man doch einmal erinnern, was die sozialdemokratische Politik in den 90er Jahren war bis 1999. Da hat man nur einen 80% Kuchen gebacken. Und damit das Fehlen des großen Stücks, der 20% nicht so auffiel, hat man dann noch ein paar Bonbons verteilt in Gestalt von Sonderzuweisungen. Was machen wir? Wir haben erstens einmal den Kuchen richtig ausgebacken, 100% Grundunterrichtsversorgung, dann haben wir noch einen Kranz drumherum gelegt, 105% Grundunterrichtsversorgung, und die Bonbons aus den sozialdemokratischen Zeiten, die haben wir eingebacken. Und Sie beklären sich jetzt darüber, dass Sie nicht mehr sichtbar sind. Das ist das Bild, meine Damen und Herren. So viele zusätzliche Ressourcen über die Grundunterrichtsversorgung hinaus wie im Moment gab es an Hessens Schulen noch nie, meine Damen und Herren. Es gab auch noch niemals so massive Unterstützungssysteme. Das beginnt bei der Rekordzahl von Sonderpädagogen, die wir inzwischen in den allgemeinen Schulen zum Einsatz bringen. Dazu haben wir demnächst jetzt noch eine eigene große Anfrage. Und das endet vorläufig im nächsten Jahr bei den 700 zusätzlichen Sozialpädagogen, die wir dann erstmalig über alle Schulformen hinweg zum Einsatz bringen werden. Und ich fand einen Satz in der Rede des Abg. Degen ja besonders aufschlussreich. Er sagt, er wolle nicht über Lehrerstellen reden. Ja, das kann ich verstehen. Denn wenn man über Lehrerstellen redet, wie will man dann dieses Märchen von dem sich ständig verschärfenden Mangel aufrechterhalten? Aber wir reden doch nur über Stellen, wenn wir über Unterstützung und Entlastung von Lehrkräften reden. Wie wollen Sie denn Lehrkräfte unterstützen und entlasten, wenn nicht in irgendeiner Form mit zusätzlichem Personal, sei es, dass Sie die Lehrkräfte entlassen, sei es, dass Sie zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer einstellen, sei es, dass Sie Sonderpädagogen, Sozialpädagogen oder was auch immer für Unterstützungskräfte an die Schulen bringen. Es geht immer um Personal, immer um Stellen. Und das machen wir am Ende einer Legislaturperiode, in der wir, wenn wir den Doppelhaushalt 2018-19 noch so beschlossen haben, werden wir jetzt eingebracht ist an dieser Stelle, eine Rekordzahl von zusätzlichem Personal an die Schulen gebracht haben werden. Diese 4.350 Stellen, von denen der Abg. Schwarz bereits gesprochen hat, das sind fast 10%, die wir einfach hinzuaddiert haben, zu den Lehrstellen, die wir so haben. Wir brauchen 38.000 Stellen für die Grundunterrichtsversorgung. Wir liegen mittlerweile bei 53.000, die wir in das System geben. Das sind 15.000 Stellen, die für alle diese zusätzlichen Aufgaben zur Verfügung stehen. Sie können immer sagen, das müssten 20.000, 30.000, 40.000 sein. Und wenn Sie an der Regierung wären, dann würden Sie den natürlich auch alle schaffen, weil es fragt ja niemand, woher Sie es nehmen. Aber dass man zumindest einmal anerkennt, was diese Landesregierung in den letzten Jahren an dieser Stelle bewegt hat, was sie auch an Ressourcen zusätzlich in das Bildungssystem gebracht hat, mit dem Ziel, unsere Lehrkräfte zu entlasten, das darf man an dieser Stelle vielleicht dann doch erwähnen. Und deswegen will ich auch etwas zu den spezifischen Entlastungsstunden im Schulleiter- und Schulleitungsdeputat sagen. Nehmen wir beispielhaft eine Haupt- und Realschule mit 800 Schülerinnen und Schülern. Der stand 1999 gerade einmal 2.028 Zeitstunden als Deputat zur Verfügung. Und 2016 717 Stunden mehr, nämlich 2.745 Zeitstunden. Diese 717 Stunden mehr sind dazugekommen explizit für die Schulmanagementaufgaben. Ein Gymnasium, gleiche Größe, 1999 2.200 Zeitstunden, heute 2.754 Zeitstunden. Bei den integrierten Gesamtschulen, bitte um Entschuldigung für den Typo, wir haben nachgeprüft, war echt ein Übermittlungsfehler, selbst das gibt es im Zeitalter der Digitalisierung noch. Aber die 3.608 Zeitstunden stehen auch den 3.392 von 1999 gegenüber. Also auch da ist kontinuierlich aufgestockt worden, weil wir ja sehen, dass auch unsere Schulleiterinnen und Schulleiter a. selbst entlastet werden müssen und b. Möglichkeiten haben müssen, auch der Belastungssituation Ihrer Lehrkräfte rechnen. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen ist abgelaufen. Okay, das ist natürlich das Traurige bei den, selbst bei großen Anfragen mit 10 Minuten Redezeit. Die Themen sind so umfassend, da könnte man auch eine halbe Stunde und noch viel länger darüber reden. Dann will ich nur zwei Sätze sagen zum Thema Befristung. Erstens allgemein zu den Befristungen. Ja, es ist richtig, wenn der Abg. Degen feststellt, wir haben im Moment mehr befristete Verträge als früher. Aber die Begründung ist ganz einfach, meine Damen und Herren. Wir haben ja auch sehr viel mehr Lehrerinnen und Lehrer im System als früher. Wie entstehen denn Befristungen? Befristungen entstehen aus Vertretungsfällen. Je mehr Lehrerinnen und Lehrer ich im System habe, umso mehr Vertretungsfälle habe ich natürlich auch, umso mehr befristete Verträge muss ich abschließen. Auch hier, wenn wir auf die Lösung der 90er Jahre zurückgehen würden, würden wir sagen, na ja, machen wir weniger Lehrerinnen und Lehrer insgesamt, gibt es auch weniger Vertretungsfälle, haben wir weniger Befristungen. Das kann ja wohl nicht die Lösung sein, meine Damen und Herren. Und allerletzter Punkt, nur weil ich es versprochen habe, dem Abg. Greilich zum Thema Sommerferien. Dazu haben wir ja schon einmal eine eigene Debatte geführt. Also erstens,
Die Zahlen, die neuesten Zahlen jetzt für 2017 der Bundesagentur für Arbeit zeigen wieder einen Rückgang auf das Niveau von 2012, also genau auf das Niveau, was dank des Erlasses der letzten schwarz-gelben Landesregierung aus dem Jahr 2009 dann auch erreicht worden ist und auf dem es sich seither stabilisiert hat. Das heißt, wir sehen, es war nur ein vorübergehender Anstieg. Warum der entstanden ist, das ist auch der Bundesagentur nicht klar. Aber wir sehen, es hat sich wieder auf dem Niveau normalisiert. Wir haben trotzdem diesen besagten Erlass von 2009 noch einmal verschärft, um wirklich ganz klar zu machen, hier gibt es noch keinen Interpretationsspielraum, sondern wenn die Voraussetzungen vorhanden sind, dann ist der Vertrag über die Sommerferien abzuschließen. Und wenn Sie deswegen diesen Fall der Lehrerin von vorgestern haben, ich kann nur immer wieder sagen, nennen Sie die Fälle nicht hier anonym vom Pult, nachdem Sie uns vorher nie gesagt haben, nennen Sie Ross und Reiter, ich rufe die Lehrerin noch heute an. Und wenn das so ist, wie Sie sagen, dann halten wir die, dann weiß ich auch, wer auch immer sich dazwischen geschaltet hat, an dem Erlass in seiner klaren, verbindlichen Form zu folgen, und dann kriegt er auch Ihre Bezahlung über die Sommerferien. Danke schön, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Große Anfrage, Tagesordnungspunkt 21, besprochen.